Ja. Hallo, schönen guten Tag, Herr Fall Theodor. Guten Tag. Dieter Gerde spricht am Apparat von Loco Invest. Ich grüße Sie. Hören Sie mich, Herr Theodor? Ja, nee, Herr Fall ist hier. Okay. Das ist eine Online-Trading-Plattform. Und ich wollte nur ein paar Informationen erhalten über Bitcoin. Wie oft haben Sie denn schon angerufen bei mir? Ja, okay. Habe Ihre Nummer in meinem Computer. Ja, und wie oft wurde ich schon angerufen? Ich rufe von Loco Invest. Loco Invest. Ja, das habe ich schon verstanden, aber wie oft haben Sie hier schon angerufen? Okay, einen Moment bitte. Ich verbinde mit einem Experten hier. Sie müssen mich mit einem Experten verbinden, um mir zu sagen, wie oft Sie mich schon angerufen haben. Hallo? Interessant. Guten Tag. Hallo, ein wunderschönen guten Tag, Fall. Dieter Gerde spricht am Apparat. Wie geht es Ihnen? Also der Kollege vorhin hieß Dieter Gerte und Sie heißen auch Dieter Gerte. Das ist ein Zufall. Ja. Dieter Gerdes. Er heißt Gerdes. mit Also. ohne S. Also, okay. Ja. Der Kollege von mir wollte Ihnen erklären, wie mit Online-Handel läuft, wie das funktioniert und wie können Sie rein bei uns kommen. Und bevor Sie das machen, wir wollten eigentlich Ihnen informieren über ein paar wichtige Schritte. Was müssen Sie eigentlich wissen über Online-Handel? Ja, gut, aber meine Frage hätte ich schon ganz gerne beantwortet, ne? Zuvor. Haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Wie gesagt, also wir brauchen gar nichts weiter bereden, bevor Sie meine Frage nicht beantworten. Was für eine Frage war das? Ja, wie oft haben Sie bei mir schon angerufen? Also das ist unser erstes Ach so, Mal, ah, okay. Ja, warum wir sagt der Ihnen Kollege. anrufen. Ja, warum sagt der Kollege das nicht einfach? Redet er um den heißen Brei, gibt mich Also an einen Kollegen weiter, der genauso heißt wie er selber. Was soll denn das? Kann er doch einfach sagen, ich rufe Sie zum ersten Mal an. Dann ist die Sache doch klar. der kapiert nicht so gut den Markt und Ach so. der hat Ja. gedacht, dass Sie haben über eine Münze oder irgendwas gefragt. Na, gefragt, der Fall. Naja. Ja. Es ist also nicht die Haben Sie hellste Erfahrung Kerze auf in der diesem Torte, Bereich kann man ja so gemacht? sagen dann. Bitte? Haben Sie Erfahrungen in diesem Markt, in Nee, diesem Bereich? ist komplett neu für mich. Sie haben ja noch nie angerufen, da kann ich das ja noch nicht wissen. Ist komplett neu für Sie. Ja. Was hat Ihnen interessiert? Was haben Sie über Online-Handeln gehört? Über Bitcoin oder über Ethereum, Forex? Über was haben Sie eigentlich Ihr Interesse entwickelt? Na, ich dachte, das könnten Sie mir erklären, wie das alles funktioniert. Also ich habe halt auf YouTube so ein Also, ich Video kann Ihnen, gesehen und da wurde gesagt, Bitcoin ist der neue heiße Scheiß. Damit kann man reich werden. Oder das war ein Video von Galileo. Kennen Sie den? Den Galileo? ja, normal, wer kennt nicht? Ja, wer kennt den Galileo Galilei nicht, ne? Und ja, da habe ich halt das Video gesehen. Und Ja. da wurde gesagt, da sei einer mit Bitcoins Millionär geworden. Da habe ich gedacht, das ist ja geil. Mit Bitcoins kann man Millionär werden, das will ich auch. Also, alle wollen Millionär sein. Ja, Aber klar, klar. mit Bitcoin, also es kommt drauf, mit wie viel sind Sie eingestiegen beim einer Bekannte zum Beispiel Handelsplattform und mit einem richtigen Broker. Das war ja Ein das Broker heißt Interessanteste an der der. Geschichte. Das war ja der Mega-Knackpoint an der Geschichte. Der hat damals nur 20 Euro ausgegeben. Wie geht denn das? Wie kann man denn mit 20 Euro. Er musste wohl recht lange warten, hat er gesagt. Aber Also, wie kann man denn mit genau. 20 Euro Millionär werden mit Bitcoin? Wie geht denn das? Nein. Vielleicht nach 50 Jahren. Nee, Oder nee, 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 nee. Das waren keine Sie 10 werden Jahre. das Nee, nee, sofort. nee, 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 nee. Das waren irgendwie keine 10 Jahre. Das waren irgendwie 9 Jahre oder so, die er gewartet hat. Und dann war er Millionär. Nee, Ja, doch. eigentlich, weil ob so wäre. Jeder wird mit Online-Handel arbeiten. Keiner würde mit seiner Professionalität, also Handwerker, Baumann,
wir dafür seinen Professoren verlassen und wir normalerweise mit Kryptowährungen arbeiten mit uns. Aber das ist sehr schön, wahr zu sein, Herr Fall. Das ist schön, wahr zu sein, ja. Also ich werde Ihnen nicht sagen, dass Sie werden Millionär sein mit 20 Euro, mit 250 Euro und auch nicht mit 2000 Euro. Aber wie hat er das denn dann gemacht? Das muss er irgendwie gemacht haben. Also die sind ein paar Dings da, nur ihre Interesse zu wickeln. Also sie können reinkommen und mehr Informationen bei uns zu hören. Deswegen, Herr Fall, der Bitcoin war der erste Kryptowährung, die Transaktionen in einem sicheren, dezentralen Blockchain-basierten Netzwerk erfolgreich aufzeichnete. Was haben Sie da gerade gesagt? Also Blockchain? Blockchain ist wie den CVV bei Ihrer Kreditkarte. Das ist Ihr Sicherheitsgut. Verstehen Sie mich? Ja, ja. Okay. Blockchain ist Portfolio. Portfolio von der Bitcoin. Also die Blockchain ist quasi das, was der CVV-Code bei der Kreditkarte ist, so ein Sicherheitsmerkmal. Bitcoin nicht Blockchain hat, jeder wird ihre Münze, ihre Kryptowährungen dort klauen. Aber Blockchain erlaubt nicht das. Deswegen nicht, ist der Portfolio von der Bitcoin und von jeder Münze also. Von jeder Kryptowährung. Ach so, okay. Ja, cool. Das ist Sicherheit. Okay, ein Sicherheitsmerkmal, okay. Ja, genau. Ja. Und es ist mit dem Bitcoin hier zu arbeiten, ist sehr gut. Ich weiß es nicht, ob Sie nachgeschaut haben, was für einen Preis hat jetzt Bitcoin. Was eine Bitcoin kostet, oder was? Herr Fall? Oder genau. Was meinen Sie? Ja, was kostet die? Weiß ich nicht. 47.000 Euro. Ja, genau. Aber da kann ich Ihnen gleich, halt, hallo, bevor Sie weiterreden, da kann ich Ihnen gleich sagen, das kann ich mir nicht leisten. Also 47.000 Euro habe ich nicht, um mir da so eine Bitcoin zu kaufen. Das heißt nicht, dass Sie müssen 47.000 einsetzen, bevor Sie mit dem Arbeit anfangen. Sie können aber ein kleines Teil von Bitcoin kaufen. Sie können ein Teil davon. 250 Euro reinkommen. Also nur eine Ecke davon, oder wie? Genau, das ist gut. Zum Beispiel, Sie können, wenn Sie nicht das ganze Geld haben, ein ganzes Bitcoin zum Kaufen, Sie können einfach investieren. Sie können ein paar sehr kleine Teile kaufen. Zum Beispiel, warten Sie, ich erkläre Ihnen. Euro, du BTC. Haben Sie einen Computer irgendwo in der Nähe? Ja. Okay. Gehen Sie zu Google, bitte. Zu Google? Nach Kalifornien oder wo jetzt? Eine Internetseite. Ach so, Sie meinen, ich soll die Adresse aufrufen? Nein. Nein, auch nicht. Okay. Google Chrome. Haben Sie Google Chrome auf Ihrem PC? Nee, habe ich nicht. Mozilla Internet. Ich kenne Mozilla Firefox. Mozilla Internet kenne ich nicht. Genau. Wenn Sie öffnen zum Beispiel Mozilla Firefox, schreiben Sie dort Euro to BTC. Euro Theodor Otto BTC. Also nicht Theodor Fall, Theodor nicht Theodor Otto. Ich brauche eine Briefmarke. So. So, was soll ich jetzt eingeben in die Suchzeile? Hier in die... Euro? Leerzeichen? Nee, das geht nicht. Otto, nee, Leerzeichen in der URL geht nicht. Euro to BTC, also Euro zum Bitcoin. Aber Leerzeichen kann man in der URL nicht eingeben, das geht nicht.
bitte? Man kann in einer Internetadresse kein Leerzeichen eingeben. Das geht nicht. Welche Webseite soll ich jetzt aufrufen? Nein, keine Webseite. Ich wollte Ihnen erklären, dass wie können Sie, um wie viel können Sie kaufen mit ein Summe zum Beispiel, weil Sie wollten gerne investieren mit Bitcoin. Mhm. Verstehen Sie mich? Nicht so richtig. Was soll ich jetzt genau machen? Also, haben Sie Mozilla Firefox geöffnet? Ja. Achso, das öffne ich jetzt. Ja, gut. Habe ich gemacht. Genau. Schreiben Sie dort Euro. Ja, in die URL, ne? Als in die URL-Zeile. Genau. Ja, genau. So. Euro. Leerzeichen einmal. Das geht nicht, habe ich Ihnen gerade schon erklärt. Man kann in eine URL kein Leerzeichen setzen. Das ist immer ein festgesetzter Term, dann Punkt und dann entweder com oder de oder weiß ich nicht. Aber man kann da kein Leerzeichen, also man kann das Wort Leerzeichen kann man tippen, aber nicht das Zeichen Leerzeichen eingeben. Ich arbeite auch mit Mozilla und ich kann Leerzeichen machen. Ja, man kann es machen, aber da kommt keine Internetadresse dann raus. Das geht nicht. Okay, schreiben Sie nur Euro to Bitcoin. In einem Wort dann, oder wie? Zusammen. Ja, schreiben Sie auf einem Wort. Und dann Punkt. Dann Enter. Nur suchen Sie. Ja, warum sagen Sie denn nicht direkt, dass ich eine Google-Suche starten soll? Warum sagen Sie nicht, gehen Sie auf google.de und starten Sie eine Suche? Ich habe Ihnen vorher doch gefragt, ob Sie mit Google Chrome arbeiten. Sie ja. haben mir gesagt, nein, genau. Ich arbeite nur mit Mozilla Firefox. Ja, und dann mit Mozilla Firefox kann man nicht auf google.de gehen, oder was? Ja. Okay, kein Problem. Schreiben Sie google.de. Ja, so, google.de. So, hier. Was machen Sie beruflich, ob ich fragen darf? Ich bin Wurstwasserverkoster in der Würstchenfabrik. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut. Finde ich auch. Ist ein seltener Beruf, deswegen bin ich stolz drauf. Das Wurstwasser muss ja auch den richtigen Geschmack haben. Kann ja nicht einfach jeder Hinz und Kunst daherlaufen und sagen, so passt das. Ja, das muss auch überprüft werden. Die Qualität muss auch immer gleich sein. Und wissen Sie zum Beispiel, das Würstchen von, also das Wurstwasser von den Wiesenhofwürstchen, ja, ist aus einer Geflügelbrühe hergestellt, zum Beispiel. Ne? Wenn Sie jetzt aber, zum Beispiel, wo ich arbeite, ne? Wir stellen Böcklunder her, ne? Deutschländerwürstchen, und da wird das aus Schweinesud hergestellt. Und das wird dann mit Wasser aufgekocht. Ne? Und da unterscheiden viele gar nicht. Die sagen immer, Wurstwasser ist doch Wurstwasser. Ja, von wegen. Da muss man auch auf Qualität achten. Genau. Aber, deutsches Qualität ist nicht so gut, nicht so richtig. Bitte? Mir gefällt keine deutsche Qualität, also für nur Autos. Autos, was Deutsche bauen, sind geil. Also die stinkenden Dreckskarren, von den stinkenden Dreckskarren VW und bayerischer Mistwagen und so, da stehen sie drauf, das finden sie gut. Aber wenn jemand ein qualitativ hochwertiges Würstchen mit anständigem Wurstwasser herstellt, da sagen sie, die Qualität ist kacke oder was. Wer auf der Welt hat denn bessere Brühwurst, bessere Brühwürstchen als Deutsche? Ja, machen Sie hier meinen Job schlecht oder was? Nein, niemals. Ja, welches Land hat denn bessere Brühwürstchen als Deutschland? Ja, sehen Sie? Also, machen Sie den Mund mal nicht so voll. Nehmen Sie den Mund mal nicht so voll, ne? Schon gar nicht mit Brühwürstchen. Die sind zu gut für Sie. Frankreich, das Land der Brühwürstchen. Wer kennt es nicht? Sie kennen Frankreich nicht. Nicht als Land der Brühwürstchen, auf jeden Fall nicht, ne?
Das ist Ihre Meinung. So, also google.de. Also, genau. Da, suchen Sie nach das, google.de, danach suchen Sie nochmal Euro to BTC. Ja. Gut. Ich kann natürlich auch einfach, das ist mir alles irgendwie viel zu kompliziert, wie Sie das machen. Ich gehe einfach auf coinmarketcap.com und da sehe ich dann, steht bei 57.000 Dollar, das sind ungefähr 49.000 Euro. So, ist doch viel einfacher. Es gibt verschiedene Wege, wie kann man wissen, was für einen Preis hat der Bitcoin. Aber ich will Ihnen was anderes erklären. Ach, Kennen okay. Sie Anydesk, Okay. So, AnydeskGo.tv? also Herr Falk? google.de und dann Euro to Bitcoin, haben Sie gesagt, ne? Genau, Da habe ich jetzt genau. hier 1 Euro entspricht 0,00002 Genau. Bitcoin. 0,21. Meine Güte, das hätte ja Genau. mehrere Nullen gehen wohl nicht. Löschen Sie mal den 1, wo steht ein Euro, löschen Sie mal ein Ja. und geben Sie 500. 500. So, jetzt Genau. steht da 0,01 Bitcoin. Genau. Das ist der Pre das Stück, was können Sie nur mit 500 Euro Also kaufen. ich kriege Und 1% der Bitcoin, kriege ich dann, oder wie? Das ist doch Sie nur so ein kaufen kleines Fitzelchen dann. 0,0. Aber dieses Arbeit werde ich machen, weil egal ob ich Ihnen alles erkläre, was der BIPS ist, was Stop-Loss-Take-Profit ist, alles, ich werde Ihnen langsam erklären. Ob ich Ihnen alles Ja, jetzt was ist denn sofort gleich los? erkläre, morgen, wenn ich Ihnen was frage, Sie werden nicht mehr erinnern, Herr Dachte Fall. das doch. Ja. Okay. Das zum Beispiel 0,010 werden wir nach kleine Stücke. Ein paar senden wir zu Dogecoin, was Elon Musk Deutsche Coin. gesprochen hat. Und genau, Was ist Deutsch? Was sind Dogecoin, deutsche kennen Sie? Coin? Deutsche Coin? Doge, also nicht Deutsche, Doge, okay, Dogecoin. Dogecoin, okay. Dogecoin, genau. Dogecoin, Elon Dogecoin. Musk, kennen Sie schon, ja? Nee, nee, nicht persönlich, ne? Leider nicht. Nicht persönlich. Der Milliardär auf dem ganzen Welt. Pff, und wenn er Kennen Zillionär wäre, interessiert mich auch nicht. Der ist der Besitzer von Tesla. Kennen Sie schon Von den Auto Tesla? Tesla? Nikola Und Tesla? von Tesla, von Auto, nicht den Ach so. Nikola Tesla. Ach so, ach so, ach so, okay. Genau. Der ist der Besitzer von Tesla, der ist der Compound. Milliardär auf ganze Welt. Er ist noch Und nicht der einzige der hat Milliardär, aber ja, er ist Milliardär, soweit man hört, ja. der zwei Ist das der Typ, der auf dem Mars der hat sterben will? Ist der 1,5 das? Milliarden. Wie bitte? Ist das der Typ, der auf dem Mars sterben will und nicht auf der Erde? Ist er das? Also der macht alles, was er will. Ja. Der will ja auf dem Mars sterben dann. Irgendwie. Hat er immer gesagt in einem Also, Interview. und der hatte 1,5 Milliarden US-Dollar investiert nur in Bitcoin. Deswegen der Volatilität von Bitcoin ist hochgestiegen. Ach Und so, deswegen. genau. Deswegen sage ich Ihnen, lasst uns zusammen kaufen. Super Ich gute weiß Idee. es nicht, was für So. ein finanziell haben Sie, aber 500 Euro macht Ihnen nicht ganz knapp und kann Ihnen auch nicht Millionär machen. Und nicht 9 Jahre. Also Sie können, wenn Sie 200.000 investieren können, danach schon. Sie bekommen jedes Woche 5.000 bis 11.000 raus. Wenn Sie mit 200.000 anfangen. Aber mit 500 Euro, Sie können einmal in Monat auszahlungen lassen und Sie können jedes Monat danach
1000 bis 1300. Aber das ist ja auch schon eine Menge. Das ist 1000 bis 1300 also Euro ist doch schon eine Menge. Genau, weil sie sind 800 Euro im Plus. 800 Euro im Plus, danach zum Beispiel. Nehmen Sie 300 weg nach einem Monat und fangen Sie mit 1000. Danach bekommen Sie 2,6. 2600. Und so weiter, wir beobachten auch den Market, Gott sei Dank, der hat wie das der bezahlt. Market bewegt sich, bei eBay und das versteigert. Machen wir alle. Ging zum guten Preis weg. Ja, hat bezahlt. Okay. Ja. Okay. Und unsere Handelsplattform heißt Loco Invest. Ja. Ja. Können Sie bitte auf Suchen gehen und ich buchstabiere das für Sie. Ja, Loco Invest. Das werde ich ja wohl noch schreiben können. Wie bitte? Ja, Loco Invest. Das werde ich ja wohl noch schreiben können. Sie können entscheiden, ja? Ja, beidhändig sogar. L-O-C-W-C-S-A, nicht mit K. Locoinvest.com. Ja. So, ich habe mir Ihre Internetadresse mal hier, mal Ihre Webseite mal ausgedruckt. Jetzt schneide ich noch die Reiter aus. Bisschen ASMR-Content hier. So, ist das geöffnet? Ja, habe ich mir ausgedruckt. Was lesen Sie dort bitte? Ja, Loco Invest. Ja, und was noch? Ja, jetzt kann man da auswählen. Anmelden, registrieren und so weiter. Genau. Sehen Sie Ihr Navigator in the World of Trade? Genau, das sehe ich. Englisch, oder? Ja, auf. Nee, ja, das habe ich. Okay. Ja, aber das habe ich. Oben rechts ist ja so eine Flagge. Da kann man das ja umstellen. Oben rechts drücken Sie einmal auf. Nicht auf Login, sondern auf Register. Ja. Okay. Danach kommt ein Formular. Genau, da muss ich jetzt meinen Namen eintragen und so, ne? Genau. First name ist Ihr Name, last name Ihr Nachname. Ja. Muss ich das da jetzt eintragen? Wie bitte? Ich trage dann da jetzt meine Daten ein. Da muss ich ja noch meine Postanschrift und so. Genau. Beim Promocode schreiben Sie gar nichts, bitte. Ist die Promo vorbei, oder? Nein, beim Promocode. Beim Lesen die Promocode unten aber, von Ihr Food. Aber gibt's kein Promo? Gibt's keine Promo? Bei Promocode würde ich schon gerne mitnehmen. Also ich kann Ihnen gerne auch geben, ein Promocode. Ja. Das ist kein Problem. Ja klar, dann nehme ich sowas natürlich gerne mit, ist ja klar. Promocode jetzt oder immer noch nicht? Aber Sie haben doch gesagt, ich soll das leer lassen. Oder wollen Sie den Promocode haben? Schreiben Sie 3023. 30 43, ja. Okay. 3023, alles klar. Genau, wenn der Passwort, geben Sie ein Passwort. Die Post Passwort. Mal wieder durchgehen lässt hier, Sie ich weiß nicht. Also bei mir geht's durch. So, bei mir passt es, aber die Post hat ja immer ihre eigenen Messungsregeln. Eine Passwort. Ein Passwort, kann ich doch selber wählen dann, ne? Sie können es selbst später ändern, ob Sie wollen. Okay, aber was ist jetzt mein Passwort? Ich weiß es nicht. Sie müssen eingeben. Ja, also ein Passwort, doch. Was Sie wollen. So. Und
danach beim Confirm Passwort schreiben Sie das gleiche Passwort. Was haben Sie vorher jetzt eingegeben, also? Ja, ich wähle einfach ein Passwort aus. So, ganz normal. Ich habe Ihnen akustisch nicht so gut gehört. Entschuldige mich. Ich wähle jetzt ein Passwort aus und trage das da ein. Genau. So. Schäfereistrasse, habe ich auch noch nie gehört. Oder Schäfereistraße. Schäfereistrasse. Hm. 42 natürlich. 66. Hm. So. Nochmal überprüfen hier. Oh. Zwei kleine Haken. Rechtschreibfehler. Peinlicher Rechtschreibfehler. So. Jetzt aber. Rainer Winkler, Schäferstrasse 42. Gut. Adresse stimmt. Gut, und jetzt? Noch ja, jetzt sehen Sie, geben Sie zwei kleine Haken dort beim Continuing I certify that. Das bedeutet, ich bin mir sicher, dass ich bin über 18 Jahre alt. Ja, klar, ich habe ja mein Geburtsdatum auch angegeben. Und danach I'm not a robot. Und klicken Sie auf Sign up. Mhm. Ja, gut. Jetzt kommt da so eine neue Seite. Eine neue Seite. Genau, jetzt bin ich quasi, glaube ich, eingeloggt. Ja, was sehen Sie dort bitte? Ja, jetzt hat sich da irgendwie so ein neues Fenster geöffnet, was ich irgendwie nicht zuordnen kann. Ich habe es nicht gemacht. Ich hab's ganz normal mich angemeldet. Also, sind Sie hier rein zum Beispiel? Account-Name, Balance. Ja, aber das, bei Balance steht ja 00. Also 0.00. Genau, weil Sie haben nicht immer noch nicht Ihr Konto aktiv gestellt und so weiter. So. Also, und der Auszahlung funktioniert so, Herr Fall. Denn Auszahlungen können Sie zweimal in der Monat eine Auszahlung gelassen, also eine kleine Auszahlung. Jedes zwei Wochen. Okay? So, dann noch Hermes. Und der Auszahlung funktioniert, Sie bekommen das Geld in der gleichen Methode, wie Sie eingezahlt haben. Ja. Ah, das ist gut. Das okay, ist gut. Herr Fall? Ja. Wollen Sie mit einer Kreditkarte oder mit durch Online-Banking das machen? Geht auch per PayPal mit Käuferschutz? Nee, leider nicht. Ach, das ist so blöd. Warum nicht? Weil die Online-Institutionen kennen nicht PayPal als eine Möglichkeit, eine Zahlungsmöglichkeit, also ob können wir auch so nennen. Das müssen wir aber mal ändern. Welche Einzahlungsinstitutionen sind das? Dann werde ich da mich mal mit denen unterhalten. Also, wir arbeiten mit was für eine Karte Sie benutzen, Visa oder Master. Nicht PayPal, Kreditkarte. Visa, benutzen Sie Online-Banking bei PayPal? Naja, ich habe halt die PayPal-Kreditkarte, die nutze ich auch. Ich weiß es nicht, ob können Sie mit PayPal reinkommen, weil wir arbeiten nicht leider mit PayPal, weil PayPal nimmt so viele Kommissionen. Ach so, ja, das ist das alte Problem, ja. Sie müssen, ja, das stimmt. Zum Beispiel, ja, wenn Sie wollen, haben Sie recht. Wenn Sie wollen mit 500 Euro bei uns reinkommen, Sie müssen eingeben 520. Wie heißt der denn? Was sind da für komische Namen heute? Hä? Was meinen Sie? Ja, bei PayPal,
Der Service ist ja sehr einfach, aber auch sehr, sehr teuer, ne? Das muss man halt wirklich sagen. Jetzt hat eBay, die haben ja früher war das ja eine Suppe, ne? Pest und Cholera in einem Topf. Dann hat sich ja PayPal Absolut. von eBay abgelöst und jetzt macht eBay eine eigene Zahlungsentwicklung. Und das ist Also genau der jeden gleiche Tag, Mist wie vorher auch. Aber egal, darum geht's ja jetzt nicht. jeden Tag kommen neues Dinge. Zum Beispiel PayPal würde um 2022 würde die Bank kennen, den PayPal, damit die alle Transaktionen können sie durch ihre Bankmarken per PayPal und Online-Investitionen zum Beispiel Online-Handel. Sie können reinkommen an Klingt ihre so sehr nach Bank einer und können Fake-Adresse, sie seine aber Investition machen. egal, ich schick's hin. Ja. So. Wollen Sie jetzt, mit welchem Bank sind Sie in Kontakt in Deutschland? Herr Fall. Mit gar keiner. Mit gar keiner? Nee, warum soll ich mit einer Bank Kontakt aufnehmen? Warum das denn? Also, arbeiten Sie mit dem Sparkasse? Was für ein Kreditkarte haben Sie Habe außer ich doch erklärt PayPal? schon. Habe ich doch erklärt schon. PayPal. Bei PayPal bin ich. PayPal-Karte? Hinten? Wie Drei. viele Ziffern? Drei. Also eine Zahl bestehend aus drei Ziffern. Nein. Ja, doch. Die einzige Weg, was können Sie reinkommen bei uns, wenn Sie keine Kreditkarte haben oder kein Online-Banking benutzen, die einzige Weg ist, ob Sie gehen zu einer Bank an ihre Stadt und führen einfach eine Transaktion durch, also ein normales Überweisung. Okay, das kann ich machen. Das passt sich. Ich wollte sowieso gerade zur Post. Können Sie dann in einer Stunde nochmal anrufen? Dann habe ich das alles gemacht. In einer Stunde benutzen Sie diese E-Mail-Adresse twintheodor. Wie Friedrich at gmail.com? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Genau. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Okay, ich sende Ihnen per E-Mail-Adresse unsere Bankdaten. Wollen Sie auch die Adresse, wo unsere Bank liegt, oder wollen Sie nur Empfängernamen und so weiter, was der Bank braucht? Ja, der komplette Datensatz, dass ich eine Überweisung tätigen kann. Und dann gehe ich los und überweise direkt. Dann können Sie mich kurz vor 18 Uhr nochmal anrufen, dann klären wir alles Weitere. Okay, perfekt. Sie erhalten eine E-Mail von Loco Support, Loco Invest Support mit unseren Bankdaten und dann ich melde mich so gegen 18 Uhr noch einmal, ja? Ja, das ist wunderbar. Das klingt sehr, sehr gut. Okay. Jo. Ich bedanke mich voll bei Ihnen, Ja, Herr Fall, für und das nette ich Gespräch und bedanke mich auf zusammen jeden auf Fall für die Wiederhören. Zeit. 34 Minuten. Mann, Mann, Mann. Ganz schön lange. Danke Ne? Ihnen. Jo. In der Stunde dann, ne? Ja, Alles genau. klar. Jo. Auf Bis Wiederhören. gleich. Jo. Ciao. Bis gleich. Tschüss. So, das ist Timing. Ich muss nämlich jetzt wirklich los. Fall. Hallo, Herr Guten Fall. Tag. Hallo. Dieter Gerhard, das Sommerbad. Ich grüße Sie. Ja, waren Sie bei der Bank? Ja, natürlich, klar. Erst bei der Post und dann bei der Okay, Bank. perfekt. Okay, haben Sie den Beleg mitgenommen? Ich hab den Beleg ausgedruckt, ja. Ja. Okay, können Sie bitte mir per den gleichen E-Mail senden? Ja, der Punkt ist der. Ich habe mich erstmal gewundert. Das kostete ja 8 Euro. Kriege ich die von Ihnen 8 wieder? Euro. Ja. Sie kriegen es von mir, von meiner Seite also. Ja. Machen Sie doch keine Sorgen. Also Sie erstatten mir das. Ich lerne, ich gebe Ihnen das. Machen Sie doch keine Sorge. Ich Okay, alles lerne klar. Ihnen, ich werde Ihnen lernen und mit Ihnen arbeiten. Wie können Sie eine große Summe verdienen? Ja, aber erstmal die Lernen 8 Euro ist doch wieder. kein Erstmal die 8 Problem. Euro zurück.
10 Euro, okay, nehme ich auch gerne. Gerne, okay. Genau, okay. Ja. Senden Sie mir bitte mir per E-Mail, ich überprüfe das und fangen wir an sofort, ja? Okay, also das heißt, ich schicke Ihnen das und dann melden Sie sich nochmal? Genau, genau, senden Sie mir den Beleg. Okay, wann rufen Sie dann nochmal an? Senden Sie jetzt nach 5 Minuten, rufe ich Ihnen an, sofort. Okay, alles klar. Okay, ich warte darauf. Jo, alles klar, dann warten Sie mal. Okay. Bis bald. Jo, bis gleich dann. Tschüss. Ja, bis gleich. Tschüss. Nee, bis gleich. Da kann er jetzt sehr lange warten. Fall? Hallo, Herr Fall. Ja, guten Tag. Dieter ist nochmal am Apparat. Ja, ich grüße Sie. Ja, können Sie bitte den Beleg senden, weil ich warte darauf? Ja, aber das habe ich doch gemacht. Bei mir ist immer noch nicht gekommen. Okay, aber ich habe den versendet. Haben Sie es gesendet? Haben Sie vielleicht, benutzen Sie auch WhatsApp mit dieser Handynummer? Nee. Wieso Handynummer? Nee. Aha. Okay. Was für eine Handynummer? Ich Ihnen auch, 4971. Nein. Das ist eine Handynummer, oder was? Genau. Hier benutzen Sie kein WhatsApp mit dieser Handynummer, ja? Also, ich verstehe es nicht so richtig. Ich habe doch überhaupt gar keine Handynummer. Sie benutzen kein WhatsApp, Herr Fall, ja? Ja, ich benutze kein WhatsApp, weil das ja überhaupt gar keine Handynummer ist. Okay, können Sie bitte den E-Mail noch einmal senden? Ja. Der Support Schoko Invest. Support, vielleicht haben die irgendwo anders gesendet. Nee. Support at Loco Invest. Ist schon gesendet, ja? Ja. Bei uns ist immer noch nicht gekommen. Ja, Mensch, das ist ja komisch. Genau. Vielleicht es dauert, oder... Ja, nee, ich habe das ja vor 10 Minuten schon gemacht. Oder vor über 10 Minuten. Können Sie dort sehen, ob da steht gesendet oder wird gesendet? Nee, ich habe die versendet. Aha, da steht gar nicht. Ich habe die versendet. Aha. Okay, dann ich muss weiter wie noch wissen, wenn ich das bekommen habe, ich rufe Ihnen sofort an. Nee, Moment. Sie haben mir gesagt, wir machen weiter, wenn ich das gesendet habe. Genau, aber ich habe jemand immer noch nicht das bekommen. Das ja, aber abgemacht war, ich sende das raus und dann machen wir weiter. Wie Sie machen das raus? Was meinen Sie? Es war doch zwischen uns beiden abgemacht, ich sende das raus und dann besprechen wir alles Weitere. Also. Genau, Sie haben das Transaktion gemacht. Sie haben einen Beleg bekommen. Ja, und dann haben Sie gesagt, wenn ich den Beleg rausgeschickt habe, danach besprechen wir alles Weitere. Also bitte. Dann möchte ich jetzt mit Ihnen das Weitere besprechen. Genau, aber ich warte auf diesen Beleg. Dann, aber Sie müssen sich doch an die Abmachung halten. Sie können doch nicht vorhin sagen, schicken Sie mir das, dann besprechen wir alles Weitere. Dann mache ich das und dann sagen Sie, ja, ich habe das nicht bekommen. Nein. Das kann ja jetzt jeder sagen. Nein, okay, bleiben wir zusammen im Gespräch, dann bis das Beleg kommt. Ja. Wie bis das Beleg kommt? Ich habe es Ihnen doch schon rausgesendet. Genau, aber bei mir ist es immer noch nicht gekommen. Wir drehen uns im Kreis. Sie verstehen überhaupt nicht, worum es geht. Die Abmachung war, ich sende es Ihnen raus. Dass Sie es auch bekommen, war nie Teil der Abmachung. Meine Aufgabe habe ich erfüllt. Ich habe es rausgesendet. Jetzt müssen Sie Ihren Teil erfüllen. Jetzt müssen Sie sagen, wie es weitergeht. Das mag ich sofort. Also bitte. Aber ich muss das überprüfen, ob Sie richtig geschrieben haben oder nicht. Herr Fall. Dann machen Sie das bitte. Damit wir weitermachen können. Okay. Aber deswegen, ich brauche den Beleg. Ich muss warten, bis das E-Mail kommt.
Ja, aber das ist ja Ihr Problem und nicht meins. Ich habe es rausgesendet. Genau, aber ja. deswegen habe ich Ihnen telefoniert, ob Sie sicher sind, dass Sie gesendet haben oder nicht. Das war nur eine Frage. Ja, habe ich ja. Und Sie haben gesagt, wenn ich das rausgesendet habe, besprechen wir alles Weitere. Also bitte, wie geht's weiter? Okay, perfekt. Der Expert wird Ihnen auch seinen Ausweis senden, seinen Ausweis oder seinen Reisepass, damit Sie wissen auch, mit wem Sie zu tun haben. Brauche ich nicht. Ich vertraue Ihnen auch so. Ah, okay. Okay, kein Problem. Haben Sie vielleicht einen Rechner, ein Gas, Strom, Wasser, ein normales Rechner? Ja, die Rechnung hier vom Hausanschluss, ja. Okay, perfekt. Ich brauche noch eine Rechnung und... Ja, wieso sagen Sie das denn jetzt im Nachhinein? Das hätte ich doch alles zusammen rausschicken können. Wieso kommen Sie denn jetzt erst damit um die Ecke? Also, ich wollte Ihnen vorher nicht stören, damit ich alles, das und das brauche, mein Lieber. Ja, aber dann sagen Sie doch jetzt alles, was Sie brauchen und dann schicke ich das raus. Das ist doch jetzt albern. Dann schicke ich Ihnen die Gasrechnung, dann brauchen Sie noch irgendwie einen Impfpass und dann brauchen Sie irgendwie noch ein Blutbild oder was weiß ich. Dann schicken wir das doch jetzt einfach alles raus. Nein. Ja, ist doch albern sowas. Was soll denn das? Sind Sie seriös oder nicht? Vorne und Rückseite, Ihre Ausweis. Ja, das hätten Sie jetzt als nächstes sein. Hätte ich Ihnen die Rechnung geschickt, ja? Und dann als nächstes hätten Sie gesagt, sehr gut, und dann brauche ich jetzt noch einen Ausweis, ja? Also, ist doch albern. Sind Sie seriös oder nicht? Also, Herr Fall. Sind Sie seriös oder nicht? Das Beleg, ja nochmal, wir sind seriös. Ja, klar, ja. Den Beleg brauche ich vor Ihre Dokumente, damit ich alles überprüfen kann. Das können Sie doch in einem Rutsch machen. Sie machen es unnötig kompliziert. Die Überweisung, den Beleg und die Rechnung und die Kopie des Personalausweises. Hätten wir alles in einem Rutsch machen können. Genau. Ja. Aber ich wollte mir sicher sein, dass Sie sehr, ganz schön und gut den Beleg ausgeführt haben. Weil es gibt auch, ich hatte auch ein paar Kunden, wo nur ein kleines Buchstabe falsch geschrieben haben und sein Geld ist immer noch nicht bei uns gekommen. Deswegen, ich wollte mir sicher sein und danach senden Sie mir noch das und fangen wir sofort ein. Für Dokumente, das ist kein Problem, auch morgen, übermorgen, das ist kein Problem. Aber erstmal, ich brauche den Beleg, damit ich alles überprüfen kann. Erstmal müssen Sie sicher gehen, dass Sie das Geld haben, ne? Ja. Nein, es geht nicht nur in Geld. Weil egal, ob Sie das gemacht haben oder nicht, ich brauche nur zum Bestätigen, ob Sie mit richtigen Bankdaten und alles schön und gut durchgeführt ist. Weil, also... Ja, ich habe das mit den Bankdaten gemacht, die Sie mir zugesendet haben. Okay, ja. Perfekt, ja. Herr Fall. Danke vielmals für Ihre Mühe. Und ja, ich warte noch auf den Beleg morgen um wie viel Uhr sind Sie? Also was brauche ich jetzt alles? Also Gasrechnung? Eine Rechnung, Gas, Wasser, Strom, egal was. Gas, Wasser und Strom. Sie wollen jetzt drei Rechnungen haben. Gas, Wasser und Strom. Nein, egal. Egal was für ein. Also entweder ja. Gas oder Wasser. Ja, das ist nämlich gut, genau. Weil Sie wissen, ne? Gas als Deutscher, Gasrechnung rausschicken, das ist ein bisschen heikel, ne? Nicht, dass da irgendwie die NSA dann mitliest oder so. Also da schicke ich Ihnen lieber irgendwie die letzte Stromrechnung oder so. Wozu brauchen Sie die überhaupt? Weil wir brauchen nur Ihre Standortadresse, also Ihre aktuelle Wohnadresse. Ja, die kann ich Ihnen noch mitteilen. Sie machen das aber kompliziert, die Wohnung. Nein, ich brauche Ihnen einen Zettel, was Sie... Ja, dann schreiben Sie sich das auf, dann haben Sie es auf dem Zettel. Verstehen Sie mich? Ja, nicht so richtig. Und wenn ich Ihnen die diktiere, dann können Sie die doch auf dem Zettel aufschreiben. Also, meine Güte, Herr Fall. Ich brauche einen Strom- oder eine Gasrechnung
oder eine Internetrechnung oder eine Wasserrechnung, egal was für ein. Nur eine Rechnung. Ja, wofür brauchen Sie die denn? Ihre ID-Karte, Vorne- und Rückseite. Aber unsere Dingsabteilung braucht das. Unsere Dingsabteilung? Unsere Finanzabteilung. Die Finanzabteilung. Wenn Sie Ihr Handy irgendwo vergessen haben oder verloren haben. Und ich habe überhaupt gar kein Handy. Sie haben auch kein E-Mail mehr oder so. Wir senden Ihnen. Was haben Sie denn immer mit Ihrem Handy? Ich habe überhaupt gar kein Handy. Okay. Nur senden Sie mir erstmal, also den Beleg haben Sie schon gesendet. Ich brauche nur Ihre ID-Karte. Also, Gasrechnung jetzt doch nicht mehr, oder wie? Also, ist besser, ob Sie senden. Ja, wozu denn? Unsere Finanzabteilung braucht das. Ja, Lieber. Ja, das ist richtig. Wofür braucht die Finanzabteilung das? Nur ein Beweis, dass Sie etwas eingezahlt haben. Dafür gibt es ja bereits die Kopie des Persos. Dafür gibt es ja bereits die Kopie des Persos. Okay, perfekt. Dann senden Sie das. Ja, soll ich Ihnen sagen, wofür Sie das brauchen? Wie bitte? Soll ich Ihnen sagen, wofür Sie eine Gasrechnung, Wasserrechnung und die ID brauchen? Also die Perso, wofür Sie das brauchen? Sagen Sie mir bitte. Ja, das sage ich Ihnen ganz genau. Sie begehen damit einen Identitätsdiebstahl. Sie haben dann ein Originaldokument, mit dem Sie unter der Vortäuschung falscher Tatsachen bei Unternehmen Einträge machen können. Herr Fall. Also das machen wir überhaupt nicht. Ach so. Ja, wenn Sie das sagen, dann glaube ich Ihnen das. Sie sind so vertrauenswürdig. Sie haben ja auch erst mehrfach hier angerufen. Sie scheinen sich wirklich nicht an mich zu erinnern, oder? Ich war nämlich der Typ, der Sie gefragt hat, na, ich habe bei Unity Media mein Internet, das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Sind Sie auch bei Unity Media? Stand nicht in Ihren Leitfaden, haben Sie aufgelegt. Erinnern Sie sich nicht mehr, ne? Sie sind eine ganz erbärmliche Persönlichkeit, sind Sie. Sie haben es im Leben zu nichts Anständigem gebracht. Und jetzt betrügen Sie Leute und klauen deren Identitäten. Also senden Sie mir keine Identität, Herr Fall. Was soll ich Ach, ach, halt die Fresse, du Bastard. Du bist ein Nichtsnutz, ja? Du hast in deinem... Du bist... Das sagt der Richtige. Ja, du hast es im Leben zu nichts gebracht, ja? Und arbeitest da bei dieser Firma... Oppelsboomer Straße 42, 73635 Rudersberg. Wer ist Bastard, du dreckige Bastard? Hast du keine... Also, Bastard Hurensohn. Bastard hast du von mir geklaut. Hast du noch ein paar neue Beleidigungen vielleicht? So unkreativ. Einfach nur Hurensohn ist ja unkreativ. Ich hab nie erstmal beleidigt. Du musst dir doch mal klar machen, wie dumm du bist. Ich hab dir irgendwas von Wurstwasserverkosterei erzählt. Ja, so ein Schwachsinn. Du bist überhaupt nicht skeptisch geworden. Du hast alles geschluckt, was ich dir erzählt habe. Über eine halbe Stunde lang. Und du hast immer noch nicht aufgelegt und telefonierst immer noch mit mir. Mach dir mal Gedanken über deine Intelligenz. Du hast immer noch nicht aufgelegt. Du kannst dich bei YouTube sehen. Möchtest du noch jemanden grüßen? Willst du meinen Schwanz lutschen? Ja, deinen Schwanz wollte ich aber nicht lutschen, sondern ich wollte, dass du jemanden grüßt. Du dreckiger Bastard, du dreckiger Nee, wir telefonieren jetzt miteinander. Mich brauchst du ja nicht ansprechen. Ob du noch jemanden von deinen Kollegen grüßen möchtest... Von Kryptokata. Du bringst mich um, gerne. Wann und wo? Können wir uns treffen? Wo? Zeig mir einen Platz. Wo? Ja. Also von mir aus, irgendwie können wir uns. Ja, bei mir zu Hause ungern. Da ist aber jemand verärgert, dass er jetzt eine Dreiviertelstunde verschenkt hat. Ui. Ich bin kein Muschi, du dreckige Hurensohn. Ich bin kein Muschi. Ich bin Hurensohn, du hast recht. Wobei, da gab es noch einen Unterschied. Hure und Nutte. Eins davon war eine Beleidigung. Ich krieg das jetzt nicht mehr auf die Kette. Ich fliege dich und dein... Ist das ein Angebot? Ist das ein Angebot mit dem Ficken? Du dreckiger Bastard. Denkst du, dass du kann mich einfach so verarschen?
Wer bist du, Alter? Wer bist du? Jetzt, oh, jetzt denk doch mal eine Sekunde nach und guck mal auf die Uhr, wer hier wen verarscht. Hat das geklappt, dass ich dich verarsche oder nicht? Du hast viermal hier angerufen, ja? Ja, ja, ich nehme das Angebot gerne an, aber lock mich doch jetzt nicht hier mit einem... Hallo, lock mich doch jetzt nicht mit so einem Angebot und löse es dann nicht ein. Dreckiger Hund, okay. Du bist ein Pussymann. Du bist ein Pussymann. Ich dachte, ich bin ein Doom. Du bist alles, was ein dreckiger Mensch ist. Das bist du. Du dreckiger Bastard. Ist aber auch wirklich ein ganz schlimmes Vergehen, Betrüger irgendwie auf diese Leitung zu schicken und denen Zeit zu stehlen. Ist so ein schlimmes Vergehen. Dafür würde mich wahrscheinlich jeder Richter verurteilen, ne? Und dir recht geben, weil du so ein guter Mensch bist. Aber ich muss, jetzt mal ohne Flachs, ja? Für eine Sache gebe ich dir Respekt, dass du immer noch nicht aufgelegt hast. Oppelsboomer Straße 42. Oppelsboomer Straße 42. Sendest du mir ein etwas, was du eingezahlt hast? Du dreckiger Bastard. Du bist ein Frau. Du hast. Was hast du gerade gesagt? Wiederhol das nochmal. Du hast gerade ganz kurz was gesagt. Was hast du gesagt? Ich bin eine Frau. Du bist Frau. Hast du was gegen Transen? Du bist kein Frau. Hast du was dagegen? Du bist Musche. Du bist Musche. Hast du was dagegen? Du bist ein Musche und ich werde dir ficken. Ja, das könnte schwierig werden. Also vorne rum könnte schwierig werden. Jetzt haben Sie geglaubt, ich verstehe nicht, was Sie gerade gesagt haben, oder? Das Ganze hat aber eine Hintertür. Ich habe eine Zuschauerschaft, die mir jetzt in die Kommentare schreibt, was du gerade gesagt hast. Du Hurensohn. Wo wohnt deine Schwester? Wo wohnt deine Schwester? Saskia ist nicht meine Schwester, ist meine Freundin. Andere Musche wie die. Achso. Ich muss mal eben, eigentlich dachte ich, du legst auf, ne, sobald ich es auflöse, aber du bist ja immer noch dran. Ich muss mal eben hier gucken, die Pizza muss nämlich jetzt raus. Ich muss dich mal eben beiseite legen. Moment. Oh, das ist geil. Dein dreckiges Leben. Ja, das war aber auch wirklich. Das war knapp. So, Bastard. Wenn du das sehen könntest, oder auch wenn ihr Zuschauer das sehen könntet, eine richtig geile Pizza. Ich bin ja der einzige Deutsche, dass sich anmaßt, irgendwie wirklich Pizza zu können. Jetzt hat er aufgelegt, schade. Ah, mit richtig viel Käse. Ja, ich weiß, ist nicht italienisch mit so viel Käse. Aber okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Bis dann, ciao.